So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ein Königreich für ein Lama. Jo, wir waren hier stehen geblieben, irgendwie gerade mitten in der Handlung. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt beschleunigen muss, wenn ich da runterrutsche. Aber werden wir sehen. Ich gucke einfach mal. Okay, merk schon. Einfach nach vorne drücken. Kleiner Moment, ist gerade viel zu laut für mich. So, mal gucken. Ja, besser. Okay. Also, um eure Erinnerung aufzufrischen, wir werden hier gerade verfolgt von Gronkh mit einem. Wie nennt man das? Oh, leckt doch noch mehr. Klasse. Mit einem Schmetterlingsnetz? Mit einem Köcher? Keine Ahnung. Weiß ja nicht, warum er damit eine Schildkröte fangen will. Ne? Also gut, stehen bleiben. Halt. Auf keinen Fall. Schmetterlinge, also ist ein Schmetterlingsnetz. Warum auch immer, er in einem Labor, das merkwürdigerweise ziemlich groß ist, Schmetterlinge fangen will. Ich meine, schaut euch das mal an hier, ne? Watscha. Können einen die überhaupt treffen? Nee, scheinbar nicht. Doch, können sie. Ah, nein! Okay, nochmal. Hier geblieben. Man sieht sich, du Loser. Der Dialogschreiber. Einfach gut, der Typ. So. Irgendwie. Gerade etwas monoton. Weil ich sonst durch diese Rennpassagen schneller durchgekommen bin. Aber was will man machen? Ja, weiße. Besetzt einfach den ganzen Weg. Lass uns nicht durch. Oh, guck mal. Tunnel. Oh! Oh, das war knapp. Ich hör schon die Schritte hier sicherlich auch. Münzen. Okay. Jetzt müsste logischerweise Kapitel 3 kommen und ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es jetzt vollkommener Schwachsinn ist. Aber es könnte sein, dass darauf, auf das darauffolgende, schon das Ende kommt. Das letzte Kapitel kann sein, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Übrigens sieht das auf dem Bild gerade irgendwie so aus, als hätte Isma ein Kinnbart. Für einen Dicken hast du aber ein ganz schönes Tempo drauf. Versuch diesen hier. Ja. Sag jetzt nichts. Oh ja, was ich dir noch sagen wollte, Frösche kommen weiter voran, wenn sie nicht aufhören zu springen. Ach. Sag an. So, hier weiß ich jetzt gerade gar nicht, was uns erwartet. Naja, ein Kontrollpunkt. Aber sonst echt keine Ahnung. Mir wird jetzt klar, dass es hier sowas gab. Mit dem Frosch. Aber ansonsten echt keine Ahnung. Das ist zu lange her. So. Okay, verstehe schon. Okay. Den hätten wir. Jetzt müssen wir da oben rechts hin, ne? Da war der, glaube ich. So. Oh, war da echt nur ein Stein für? Das wäre simpel. Das wäre simpel, aber auch sehr angenehm. Ja. Das muss deprimierend sein. Für Cusco. Er sieht in jedem Kapitel Bilder von sich, wie er aussah als Mensch. Kontrollpunkt! Okay. Interessant. Ja, sich
verkrampft, wenn er da runterfällt, ist auch gut. Ganz einfach. Und jetzt brauchen wir hier die Lama-Tränke. Ja! Ich bin wieder ein Lama. Dafür brauchen wir die Lama-Tränke. Wird sicherlich irgendwo noch nützlich sein. Mal gucken. Das ist ja... Boah, wird ja kompliziert. Das war doch unnötig. Das war doch einfach nur unnötig, das Kapitel. Ich sag nix, wir machen weiter. Oh, Zwischensequenz. Ich such einfach weiter. Hier drüben. Es muss eins von diesen sein. Sucht ihr etwa das hier? Was? Ihr wart vor uns da, aber wie habt ihr das geschafft? Wie haben wir das, Kronk? Ja, gute Frage. Eigentlich ist es schier unmöglich. Tolle Szene. Ja, ist das jetzt das Letzte? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Boah, nee, da kommt, glaube ich, noch eins. Mindestens. Könnte auch das Letzte sein. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Cusco, ich habe ein paar Ballons gefunden, mit denen wir vor der bösen alten Isma aufs Dach des Palastes kommen. Nicht zu fassen. Es ist nur noch ein Zaubertrank übrig. Das ist unsere einzige Chance. Also, lass mich das mal klarstellen. Wenn du ohne mich wegschwebst, soll die Sache hier richtig schwierig werden? Ja, wenn du dich einfach an mir festhältst, können wir bis zum Ende schweben. Fantastisch. Bis bald. Der ist weg. Finde ich auch super. Super gemacht. Lustig finde ich auch, dass in der Zwischensequenz gezeigt wurde, also, dass da komplette Schränke mit Tränken angezeigt wurden. Angezeigt, sage ich schon. Dargestellt wurden. Und jetzt meint er, ist noch einer übrig. Nur weil Isma uns gesagt hat, dass das der ist. Das finde ich auch so logisch. Wenn ihr MacGyver gesehen habt, vielleicht, da gibt es eine der ersten Folgen, irgendwie 6 Stunden bis zur Ewigkeit heißt sie, glaube ich. Und da geht's, oh guck mal, Patscha. Da geht's halt darum, dass halt MacGyver vergiftet wird. Und dem halt 6 Stunden bleiben, wer hätte es gedacht. Und dann sagt ihm halt der Übeltäter, dass er halt das Gegengift haben kann, wenn er halt ihn, weiß ich, was Geheimnisse erzählt oder so. Und er zeigt ihm das Gegengift und gibt ihm auch die Möglichkeit, später das zu kriegen. Und er wusste ja nicht, dass MacGyver das kriegen kann. Aber er hat's halt die ganze Zeit bei sich, der Typ, ne? Das finde ich ein bisschen unklug. Und genauso hätte ich es von Isma als logischer empfunden, wenn sie uns gesagt hätte, dass das der richtige Trank ist, der es aber eigentlich gar nicht ist. Ne? Ich denke, ihr versteht mich da ganz gut. So. Ich meine, als Bösewichte so unlogisch ist das gar nicht. Bahn 3, Lama kommt! Gibt ja nur eine Bahn, Cusco. Ich rush hier durch und früher bin ich hier so oft gestorben. Bam. Kontrollpunkt! Jetzt ein bisschen zu früh angefangen. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal einen Kontrollpunkt synchron hinkriege. Ah, klasse. Nur aber richtig. Der ist ja auch schnell. Die haben es ja aber irgendwie mit Katzen. Was soll ich denn da hinkommen? Ah, Kontrollpunkt! Da hat's geleckt, super. Hab schon gehofft, diesmal klappt's. Natürlich nicht. Aha. Da war wieder die redundanten Räumlichkeiten. Wow. Kontrollpunkt! Ah, fast. Aber ich glaube, vollkommen synchron kriegt man das auch nicht hin. Zack.
klar. Nee, ist eigentlich ganz logisch. Coole Idee. Und rüber, und rüber. Das gleiche nochmal, wetten wir. Gut, Leute, ich beende hier mal den Part und mach dann gleich weiter. Danach. Im Anschluss. Also, danke fürs Zugucken, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Jo.